Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit Romy und ihrer Familie Wagner. Wir haben im letzten Part ein Baby bekommen. Ich kann nicht zu dem Baby rüber, schade. Aber das liegt hier, das ist die süße kleine Riley. Und ich denke, dass sie im Laufe des Parts schon zum Kleinkind wird. Die kleine Mausi. Wir haben im letzten Part die komplette Schwangerschaft durchlebt, tatsächlich. Ist vielleicht ein bisschen wild, aber Dinge passieren. Wenn sie wirklich zum Kleinkind wird, dann können wir ja auf jeden Fall zu einem Gemeinschaftsgrundstück gehen und da vielleicht neue Kleidung kaufen. Für alle. Zumindest hätte ich da sehr große Lust drauf. Genau, hab dein Kind mal ein bisschen lieb. Knuddeln und spielen. Ich finde einfach großartig, dass dieses Ding hier Baumelmeister heißt. Same. Und bei Blackie ist auch alles fit. Das finde ich sehr toll. Was für eine glückliche Familie. Jetzt können ihre Bedürfnisse wenigstens auch mal wieder normal gestillt werden. Nicht so wie in der Schwangerschaft. Das finde ich auch sehr gut. Süß. Die haben auf jeden Fall schon eine richtig gute Bindung miteinander. Ich lieb's. Ich will hier irgendwie einen Anruf, aber es ist einfach keiner da. Was ist das? Warum ist hier eine random Person? Adelgrund. Hm. Und wir haben die Post noch gar nicht geholt. Hoppala. Vielleicht solltest du deine Post nicht in den Schnee legen. Oh mein Gott! Das ist das erste Mal, dass ich die sehe. Hi! Hi, Bibi! Hi! Kann ich Raoul sprechen? Nein, der ist nicht da. Aber hi! Oh mein Gott! Hallo! Oh mein Gott, ich liebe alles. Ich bin glücklich. Das ist so süß. Oh, er freut sich! Romy hat in 2 Tagen Geburtstag. Oh mein Gott, ich bin glücklich. Ich habe diesen Pinguin noch nie gesehen. Oh, ich lieb's. Good boy. So, jetzt können wir mal Rileys Windeln auf diesem Tisch wechseln. Wenn wir den schon gekauft haben. Okay, ein Arbeitskollege kommt mit. Ach süß, da wird ja dann richtig so Puder benutzt. Süß. Er legt sich einfach direkt schlafen. Er bringt einen Arbeitskollegen mit und geht direkt schlafen. Was ist das? OMG, lass mein Kind in Ruhe. Du hast ja nichts zu suchen. Im Kinderzimmer. Oh, wir müssen mal wieder jäten. Oh. Raoul ist ein guter Vater. Erstmal Zeitung auf dem Klo lesen. Ist jetzt nicht mehr so zeitgemäß, aber ist trotzdem ein süßes Detail. Bill ist schon kinda scary, not gonna lie. Okay, ich glaube, für Romy müssen wir dann aber auch nichts Neues mehr an Kleidung kaufen. Erstmal. Also ich würde dann einfach warten, bis sie dann zur Knackerin wird. Weil für 2 Tage lohnt es sich jetzt kein Outfit zu kaufen. Und so viel Geld haben wir jetzt ja auch wieder nicht, ne? Wieso sind bei uns eigentlich ständig so viele Tiere? Ich habe keinen Plan. Ew. Ew. Richtiger Hausmann gerade, ne? Aber lieb's. Oh, er hat Angst davor, dass ein Verwandter krank wird. Wie süß. Maus. Ja, ich lieb's so. Babys in Sims 4 could never. Das mit dem Waschen hier funktioniert nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Ah, jetzt aber. Wow. Genau dann, wenn ich sage, ne? Ist klar. Oh, er muss auch gleich zur Arbeit. Kommt denn derzeit Romy denn nach Hause? Oh. Nee, das heißt, das Baby muss eine Stunde lang alleine bleiben. Also, wahrscheinlich, wo ist seine Nanny, I guess? Aber quasi. Süß. Ja, Blackie ist auch süßi. Ich liebe euch alle so. Bringt sich übers Herz, das Kind alleine zu lassen. Ja, dann müssen wir einen Service erst anrufen, I guess. Oh mein Gott. Aber er kann dann nachher noch zu Dings fahren. Ein Kindermädchen. Termine einhalten. Als ob die jetzt nicht sofort kommt dann. Oh, naja. Die nächsten Tage dann wenigstens. Romy wurde befördert. Oh mein Gott. Assistenzärztin. Okay, und er fährt jetzt noch zur Arbeit. Zwar zu spät, aber als ob sie jetzt kommt. Um 14 Uhr. Verarschen kann ich mich alleine, ey. Naja, dann soll sie auch hier bleiben. Dann kann sie sich noch um andere Dienste hier. Um andere Sachen kümmern. Den Haushalt und so. Nerissa Bretz, Alter. So, mal hier und da ein paar Wünsche erfüllen ist ja auch schön. Sie braucht mehr Mechanik und Sauberkeit. Hm. Mechanik kann sie ja, glaube ich, hier lernen. Oh, und Logik braucht sie auch nochmal. Das aufgeregte Gegacker der Männer draußen vor der Tür kann nur einen Grund haben. Filmsternchen Nadine Montjoy, auch Sexy Hexy genannt, ist im Anmarsch. Raoul hat die zweifelhafte Ehre, Nadine zu bedienen, die immer eine ganze Menge Extrawünsche hat. Heute verlangt sie ein ganz besonderes Wasser namens Eau de Blubber, das es nur in einem einzigen Geschäft in SimCity gibt. Da die Köche ohnehin schon im Stress sind, muss Raoul das Wasser selbst besorgen. Soll er sich auf die Socken machen und somit das Trinkgeld seiner Tische den anderen überlassen? Oder soll er Nadine einfach Leitungswasser servieren und vorgeben, es handelt sich dabei um das gewünschte Eau de Blubber? Ich würde sagen, wir erfüllen mal den Sonderwunsch. Raoul ist ein wenig vernarrt in Nadine, obwohl er das nie öffentlich zugeben würde. Deshalb rennt er auch gerne durch die dunkle Nacht, um das Wasser zu besorgen. Im Getränkeladen ist heute nichts los, so dass er seinen Einkauf in wenigen Minuten erledigt hat. Nadine ist begeistert und wirft Raoul einen Blick zu,
der ist ganz anders. Ach so, der so ganz anders ist als sonst. Hm. Später lässt sie sich sogar dazu herab, ein wenig mit Raoul zu plaudern. Raoul vertraut ihr an, dass er eigentlich von einem Job als Koch träumt, woraufhin Nadim ihm großzügig einen Job in einem der Restaurants in Downtown anbietet. Raoul wird zum Kochassistenten befördert. Cool. Na dann, hat es sich ja gelohnt. Was zum Fick ist hier passiert? Ach, dieses Geräusch ist nur im Fernseher. Oh mein Gott, ich dachte gerade, dass es bei uns brennt und nicht so, WTF. Riley hat bereits an einem Tag Geburtstag, da bekommt es einem so vor, als hätte Riley erst gestern das Licht der Welt erblickt. Oh, wie schnell doch die Zeit vergeht. Romy wird morgen um 18 Uhr altern. Warum genau 18 Uhr? Möchte sie einen Obstbaum kaufen? Das macht gar keinen Sinn, das passt auch gar nicht zu ihr. Es ist wieder Frühling. So richtig, richtig. Na, zum Glück, ey. So, dann können die ja zusammen ein bisschen Logik üben, wenn sie es beide brauchen. Ist doch süß. Wie nah willst du die Treppe aneinander runtergehen? Ja. So, jetzt ist die Frage, werden beim Kindermädchen die Zeiten übernommen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach, weil sonst ist das ein bisschen schlecht, weil die sind beide um 9 Uhr schon weg. Vor allem, sie altert um 18 Uhr, sie kommt erst um 18 Uhr nach Hause. Kritisch. Aber dann können wir sie ja auch direkt mitnehmen zum Umziehen. Oh, sie ist sehr romantisch heute am Start. Er auch. Wow. Was ist denn da heute los? Die Pfannkuchen sehen nicht gut aus. Ah, sie ist tatsächlich jetzt schon da. Sehr schön. So, dann geht mal zur Arbeit, ihr Lieben. Musst du heute auch arbeiten? Warum kommt bei ihr nichts? Ach so, die fahren im selben Auto? Was? Was ist das denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Ah nee, die sind, glaube ich, ineinander geklippt, oder? Oh mein Gott. Bescheuert. Die hat einfach das Geld eingesteckt, die Sau. So, und Raoul ist back. So, geh du erstmal baden, ey. Das Klo sieht absolut widerlich aus. Oh, die sind gerade Best Friends geworden. Süß. Okay, ein Arbeitskollege ist am Start. Oh, sie hat direkt Geburtstag tatsächlich. Oh mein Gott. Ah, du hast es geschafft. Du gehörst jetzt zum alten Eisen. Du kannst jetzt die Rente beantragen. Oh, Sims, die mit Romy älter werden können. Oh, süß. Aber wir kennen davon, glaube ich, keinen. Ah doch, Laura kennen die auf jeden Fall. Romy ist jetzt knacker. Als Erwachsener hat Romy den Laufbahn der Familienvorbild erreicht. Das ist großartig. Romy hat freie Bahn, um ihre goldenen Jahre bestmöglich zu nutzen. Ich glaube, ich lasse sie dann aber auch direkt die Rente beantragen. In Rente gehen. 205 am Tag. Das geht doch eigentlich, oder? Ruhestand. Gut aufgewachsen. Die können sich auch mal wieder lieb haben. Nur weil sie jetzt Seniorin ist, heißt es ja nicht, dass sie sich weniger lieb haben müssen. Dann können wir auch eigentlich das Kindermädchen abbestellen. Und soll sie jetzt entweder heute oder morgen älter werden? Ich raff das bei den Kindern immer nicht. Oh, die sind auch Best Friends geworden. Süß. Ja, dann soll sie sie einfach ins Gitterbett legen und dann wird das schon passen. Oh! Der Geburtstag findet jetzt statt. Yay! Sollen wir ihr die Piercings eigentlich lassen oder nicht? Eigentlich wäre es witzig, wenn wir die lassen würden, oder? Bei Geburtstag helfen. Ja. Warum heult er? Ach, weil die sich die ganze Zeit boxen hier. Die hassen sie richtig. Wow. Dann sag doch, dass er gehen soll. Ah, Geburtstag! Das ging irgendwie schneller als gedacht. Riley ist vom Baby zum Kleinkind herangewachsen. Oh, die wünschen sich nochmal ein Baby zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das wird. Natürlich wollen die jetzt, dass sie alles lernt. Jetzt kann ich teilweise Sachen mit ihr anklicken. Süß. Oh, sie hat Angst vor Geistern. Aber sie ist sehr süß. Sie hat auch so Pausbäckchen wie ihr Vater. So, weil Riley direkt pissen muss, können wir sie ja direkt mal aufs Töpfchen setzen. Dann lernt sie es wenigstens ganz schnell. Oh mein Gott, nein, du kannst nicht das... Nein, du kannst doch nicht das Hundefutter essen. Aber beide sind sehr, sehr süß. Ich lieb's sehr. Oh, ihren Schlafanzug will ich auf jeden Fall nicht verändern, weil der ist ja mal so süß. Ich glaube nur, wir schaffen das heute nicht mehr, dass wir die Outfits neu kaufen können. Weil ich nehme tatsächlich schon wieder eine Stunde auf. Und das Video kommt heute noch online, deswegen kritisch. Deswegen würde ich an der Stelle einfach sagen, wir beenden den Part einfach. Und dann begeben wir uns dann im nächsten Part einfach und kaufen neue Kleidung für die süßen Mäuse hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!